Mein Name ist Kai König von der Deutschen Kanu-Messe in Konstanz am Bodensee. Bei mir ist der Christoph Langer von der Firma Blue & White in Rosenheim. Christoph, von eurer Firmengeschichte her gehört ihr ja zu den ältesten deutschen Kajak-Zubehörherstellern erstmal. Dein Vater hat die Firma gegründet, ne? Richtig, bereits in den frühen 70er Jahren haben wir im gesamten Textilbereich angefangen, Spritzdecken, Paddeljacken, Schwimmwesten. Da ist lange eine der ältesten Marken am Markt. Mittlerweile haben wir uns zum Vollsortiment entwickelt. Wir vertreiben namhafte Marken wie beispielsweise Wilderness Systems, wie die Norse Kajaks, wie Riot, Boreal und diverse Zubehörmarken. Du bist, wenn ich das richtig weiß, in relativ jungen Jahren schon mehr oder weniger unfreiwillig in die Führungsposition in der Firma gekommen bei euch und hast es bisher, seit du da am Ruder bist, extrem ausgebaut zu einer der größten Kajakfirmen, zu dem größten Kajakimporteur eigentlich in Deutschland, oder? Ja, wie gesagt, wir kommen ursprünglich aus dem Textilbereich, haben hier immer noch unsere eigene Marke Langer. Über die Jahre ist es aber sehr massiv gewachsen. Ich denke, momentan sind wir so ja, der führende Importeur mit einer ganzen Reihe wirklich wichtiger Marken. So, Christoph, du hast uns hier den Tsunami mitgebracht von Wilderness Systems. Das ist der Tsunami 140. Das Boot ist, glaube ich, komplett überarbeitet worden von euch, ne? Richtig, der Tsunami ist ja eines der führenden Produkte in dem Bereich. Gerade in Nordamerika eine Marke für sich alleine, Wilderness Systems Tsunami. So das Allround-Boot schlechthin, klassisch schon verfügbar, immer als 14-Fuß-Boot und als 14,5-Fuß-Boot, bringt den großen Vorteil, dass man eben gerade auch Paare perfekt ausstatten kann. Man hat ein Boot mit dem 140er, gerade so für die Damen oder auch etwas kleinere, leichtere Herren oder dann den 145er auch durchaus für sehr große, schwere Paddler. Ja, was ist neu an dem Boot? Die komplette Deckslinie ist überarbeitet, er ist wesentlich spannender geworden von der gesamten Optik. Man sieht hier die neuen Deckstaschen, die abnehmbar sind, serienmäßig mit ausgeliefert werden, so für die ganzen Kleinigkeiten, die man über einen langen Paddeltag braucht, von der Sonnenbrille über einen kleinen Snack, was auch immer. So die Klassiker bei Wilderness Systems sind die Phase 3 Sitzanlagen, die es eben so schon seit Jahren gibt, die sicher den Standard bieten am Markt. Man hat höhenverstellbare Rückenlehnen, man kann die Oberschenkelauflagen verstellen, man hat eine Winkelverstellung für die Schenkelstützen. All das führt einfach zu einem sehr schönen Sitzkomfort im Boot, was einfach einen langen Paddeltag noch schöner macht. Die Palette von Wilderness Systems umfasst ja auch die richtigen Seekajaks aus Polyethylen, mit denen man dann auch wirklich ins Meer gehen kann. Ich denke an Tempest zum Beispiel. Richtig, also auch da wieder zwei Größen. Der Tempest als 165er, 16,5 Fuß Boot, das typische Damenboot oder dann den Tempest 170. Für eher schwerere Paddler, abgerundet nach unten wird es durch die Zephyr-Serie, die einen Ticken kürzer ist, etwas breiter ist, damit ein bisschen mehr Kippstabilität bietet. Und so hat man eben über die Tsunami-Serie nach oben hin den Zephyr und dann den Tempest im echten Seekajak-Bereich. Und natürlich ganz wichtig für Wilderness Systems auch die Abrundung nach unten, also typische Tagestourer, hier zu nennen zum Beispiel der Tsunami 125 oder dann die ganze Reckschiene mit Booten wie den klassischen Pungos oder den Espires oder im Zweierbereich im Hintergrund zu sehen die Pamlicos in zwei verschiedenen Größen. Hier ganz besonders interessant für Familien, verschiebbare Sitze. Damit kann man so ein Boot eben auch mal alleine fahren, indem man den vorderen Sitz in der Mittelposition bringt oder eben auch, indem man den Sitz nach vorne schiebt, durchaus einmal mit zwei Kindern zu fahren. Das wird ja sehr oft nachgefragt von Kunden. Vom Kanadierfahren her kennt man das, dass man so ein Boot wahlweise zu zweit vorne und hinten paddelt fährt oder eben einer in der Mitte sitzt. Bei den meisten Zweier-Kajaks geht das eben nicht, weil die zwei einzelne Luken haben. Und das ist bei den Pamlicos
wirklich ein Feature, das echt nachgefragt wird, dass man einfach diesen vorderen Sitz ein Stück nach hinten schiebt und wirklich in der Mitte drin sitzt. Ja, du sagst es richtig, im Zweier-Kajak-Bereich unterscheidet man eben die Doppellukenboote, die eher dafür gedacht sind, auch mal bei härteren Konditionen beispielsweise aufs Meer zu gehen. Wie du richtig sagst, relativ unflexibel. Die offene Luke bietet eben gerade Familien sehr, sehr viel Flexibilität, einen optimalen Zugang ins Boot. Ist einfach so das typische Familienboot, das auf der anderen Seite natürlich dann seine Limits irgendwo nach oben findet, wenn zu viel Welle da ist. Aber gerade hier sind wir am Bodensee zum Beispiel, ein wunderbares Familienboot bis hin zu geschützteren Bereichen auf dem Meer, also irgendwo so die typischen Binnenmeere, Ostsee, Adria, wunderbar geeignet als Tagestourer für eine Familie. Christoph, ganz herzlichen Dank für den kleinen Einblick in das Wilderness-Sortiment und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg hier auf der Deutschen Kanu-Messe. Ja, ich danke euch für die Organisation von der Messe. Solche Veranstaltungen sind immer gut, um wirklich einen Überblick zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, kommt es nächstes Jahr. Ich bin mir sicher, der Kai und sein Team werden wieder ähnlich gute Veranstaltungen aufziehen oder nochmal einen Schritt besser werden. Sie macht geben sicher jedes Sinn. Jahr noch mehr Gas. Es macht sicher Sinn, am Bodensee zu kommen. Dankeschön, Christoph.